versuch mal heute nicht über Corona zu reden, denn sicher gehört auch dazu, aber durch lauter Corona vergisst man das Wichtige, was Gott von uns wünscht. Und nicht immer nur von dem reden, was Gott nicht wünscht, in erster Linie mal, was er wünscht. Viele fragen sich manchmal, warum macht Gott nichts? Gott hat wohl gemacht. Was wir heute erleben oder noch erleben werden, das haben wir Menschen, die Menschheit selber eingebrockt, nicht Gott. Eigentlich schon von Anfang an, Erschaffung der Erde. Übrigens, gestern habe ich gerade wieder wo gelesen von einem hochstudierten Professor, dass der Mensch also doch vom Affen abstammt. Scheint so. Aber was hat Gott gesagt am Anfang? Lasst uns den Menschen schaffen nach unserem Bild und Gleichnis. Also kann Gott nicht ein Affe sein. Dann sind wir es aber auch nicht nach seinem Bild und Gleichnis. Das wäre mal eine große Ding, wo heute sogar in den Schulen gelehrt wird, von dem Darwin und das allem. Total falsch. Also die Menschheit hört nicht mehr auf Gott. Sie glaubt, sie können es besser. Heute ist jeder kleine Politiker irgendwo in einem Dörfchen, ist er schon Gott und spricht und spielt Gott. Warum? Gott hat doch gehandelt. Und ich weiß, jetzt kommt wieder das sogenannte heiße Eisen Maria. Ich verstehe übrigens überhaupt nicht, warum man Schwierigkeiten hat mit der Jungfrau, die Jesus geboren hat, zu der Jesus sagte, Mama. Und heute darf man draußen sie ja nicht nennen, das ist vorbei. Sie ist jetzt noch Mama. Und wenn wir das vierte Gebot haben, dass Gott sollst Vater, Mutter ehren, auf dass es dir wohler gehe und du lange lebst auf Erden, denn Gott hat dasselbe so gesetzt, dann hat er das bei seiner Mutter ganz besonders erfüllt. Was habt ihr denn Angst? Und interessanterweise ist, dass es sehr viele Frauen gibt, die dagegen sind, gegen Maria. Man schimpft der Kirche, hat sich auch seine Berechtigung, man schimpft, dass sie so männlich, also Männerdinge, eine Gesellschaft ist, Patriarchat. Und jetzt hat die Kirche dieses Patriarchat, hat da die Jungfrau Maria emporgehoben und jetzt sind die Frauen dagegen. Interessant. Das ist doch etwas. Nun, und diese Maria hat Gott auf die Erde geschickt, durch Erscheinen, jetzt schon an verschiedenen Orten, Lazareth und überall, Fatima, Lourdes, und überall hat sie gewarnt, im Auftrage Gottes, Menschen, wenn ihr nicht aufhört, wenn ihr nicht wieder zu Gott zurückkehrt, wenn ihr wieder nicht tut, was Gott von euch eigentlich verlangt,
dann geschieht das und das und das und das. Und das haben wir jetzt tatsächlich, das. Zeugen hat es geheißen. Wir haben es jetzt. Man hat auf Maria nicht gehört, die Mutter des Herrn. Die Kirche hat einfach nicht gehört auf diese Rufe der Gottesmutter in den Erscheinungen. Was hat sie in La Salette zum Beispiel? Rom wird den Glauben verlieren. Das ist heute mit der Spritze, jetzt bin ich halt doch wieder drin, mit der Spritze. Man schimpft den anderen, der keine Spritze nimmt. Bitte, das ist doch seine eigene Sache. Denn die Spritzen geben es auch weiter. Die Spitzen sind auch nicht sicher. Wenn natürlich jemand Charakter hat oder von der Frömmigkeit her sagt, ich kann etwas nicht annehmen, wo ich weiß, dass es von abgetriebenen Kindern, von Fötissen, ja nein, nicht mal Fötissen. Die Kinder müssen schon alle Organe besitzen, erst dann werden sie abgetrieben, natürlich durch die Arztpraxis, also die Spitäler, Abtreibungsspitäler. Und dann nimmt man von denen Substanzen weg, kommt in die Spritze hinein. Und wieso soll der Mensch etwas annehmen, wo der Entwickler, der das herausgibt, sagt, ich kann keine Garantie geben dürfen. Das ist mein Leib. Und der Leib gehört nicht dem Politiker, sondern Gott. Ich habe nichts gegen Spritzen. Ich habe mich auch Masern gespritzt. Ich habe mich früher, ja gut, da war ich noch sehr jung, ne? Masern hatte. Ich habe mich früher, weil ich bin jetzt 84, oder? Glaube ich, ja. Und da hat man früher, mein Arzt hat mir einfach wegen der Verkältung und das alles, über die Grippe oder so, hat er mir dazu mal gegeben. Aber er kennt mich und er hat niemand jetzt gefragt nach Spritzen. Er weiß schon, wie ich denke. Aber es ist jedermanns Sache. Jeder muss selber entscheiden, was er will. Aber was geschieht, ist falsch. Draußen. Wenn alles mal vorüber ist, es kommt nicht, wie sagt man, Weltende. Meine Lieben, hört auf mit dem Blödsinn. Das Weltende kommt noch nicht. Denn wir hatten das Zeitalter Gott Vater und jetzt haben wir das Zeitalter Gott Sohn und wir haben da die Dreifaltigkeit. Es kommt noch das Zeitalter des Heiligen Geistes und diese Kirche wird sich nur so nennen, Liebeskirche. Und dann werden wir alle ein neues Herz bekommen, geistig zu verstehen. Denn heute, das mal so, wie man es dann führen würde, könnte der Mensch noch nicht verstehen. Da braucht es ein neues Herz. Und es geht vorwiegend um die Liebe.